Ein Tag ist vergangen nach der Krönung von Kaiserin Rohaya. Ob ihr Anspruch gerechtfertigt ist, wird sich zeigen. Auch ihr Bruder Selindian Hal nennt sich selbst einen Kaiser und verlangt mit seiner Großmutter Alara Paligan den Greifenthron. Die Krone, die Jalan Goldhand und Eldan Gorbas ihr erreichten, war nur die Debrek-Krone für das Königreich Garethien. Nichtsdestotrotz schwingt Hoffnung mit. Die Bürger Gareths haben ihren Aufstieg miterlebt und ihre Ansprache gehört. Nun versucht Rohaya ihren Anspruch zu festigen und schickt Helden in ihrem Namen nach Wahrung, um Rassas so empfindlich zu schaden. Iserun hat in der Nacht den Apport auf den Stab gelegt und ihn mit ihrer Matrix verschlossen. Das Ziel steht, doch fehlt der Gruppe ihr kampfstärkster Mann. Raphim ist aufgebrochen, um die Wunde in Sumus Leib zu schließen und die finstere Blutkerbe zu befrieden. Wir beginnen am 29. Rondra 1028 nach Bosbarans Fall, in dem Frühstückssaal eurer eigenen kleinen Villa. Eldan Gorbas ist selbstverständlich auch anwesend und schiebt sich gerade ein großes Brötchen in den Mund. Vorzüglich, vorzüglich. Ah, eine sehr, sehr, sehr gute Bäckerei. Ich kenne da jemanden. Ich habe etwas mitgebracht. Wollte einmal probieren. Aber sicher doch. Ach, wunderbar. Wir sind sehr gute Bekannte, müsst ihr wissen. Sehr gute Bekannte. Hm. Ja, vielleicht. Wir sind vorzüglich. Hm. Ja, aber er trinkt seinen Tee mit so viel Zucker, das würdet ihr nicht glauben. Es ist... Er verdirbt das ganze Aroma. Die Annehmlichkeiten der Zivilisation. Hm. Das ist ja wirklich außerordentlich fluffig. Hm. Und jetzt die Quittenmarmelade. Was sind herrlich. Quitten? Ne, hier, diese orange Marmelade, seht ihr sie nicht? Die steht direkt vor euch. Ah. Ich weiß immer noch nicht, woraus sie ist. Aus Quitten nehme ich an. Und was sind... Egal. Es sind Früchte, würde ich euch anraten. Nun, so angenehm dies auch ist, ich fürchte, dass unsere Pflichten und der Götterwerke bald wieder rufen werden. Was haben wir noch zu tun, bevor wir die Stadt verlassen? Nun, ich brauche dringend eine neue Waffe und wir sollten uns überlegen, auf welchem Wege wir am besten unser Ziel erreichen können. Nun, wir sollten so oder so auf jeden Fall bei Tornaisinger vorbeisehen. Wenn wir schon einmal hier sind. Und vielleicht muss er noch einige Maße von uns nehmen. Was die Zeit der Auftragsarbeiten angeht. Hm. Doch ist das immer kompliziert mit euren Rüstungen. Ah. Nun, das sind hochpräzise Handwerksstücke. Dem Herrn Engirim gefallen sie, aber der Engirim geschätzt auch sorgfältige Arbeit. Ich sage... verzeiht, Iserun, verzeiht. Schwebt euch eine Route vor. Wir könnten... wenn wir sowieso mit Eila von Schattengrund sprechen müssen, über Perikum und dann entweder über die See oder den Havepass, das werden wir vor Ort erfahren, gehen Meilung aufbrechen. Havepass, das wird auf das Wetter ankommen. Immerhin gehen wir schon auf den Herbst zu. Also ich will nicht über die See fahren. Es sollte noch für einige Monate nicht schneien, aber er könnte voller Unwetter sein. Ja, das ist doch egal. Die kriegen wir schon bewältigt. Aber die See ist viel gefährlicher. Das ist andererseits, wenn wir über die See fahren würden, könnten wir in Beilung anlegen und von dort aus losgehen. Ah, Beilung. Ich würde zu gern mal wieder in Beilung sein. Aber denkt mal darüber nach, wenn wir über die Trollzacken gehen. Ich meine, wir haben ja jetzt schon einen sehr kompetenten Troll kennengelernt, nicht wahr? Vielleicht treffen wir noch auf weitere oder finden weitere trollische Raumbilder. Und Iserun, ich denke, es hält uns wenig ab, sobald wir erst einmal Schwarztorien betreten haben, trotzdem einen Abstecher nach Beilung zu machen. Die St. Gilborn-Kathedrale würde ich auch gerne einmal wiedersehen. Ja, Beilung hat schon prächtige Tempel. Hm. Sie allerdings sind ja auch alle ziemlich in der Nähe voneinander. Allerdings denke ich, dass eine Fahrt über die blutige See weniger eine gefährliche Reise und mehr ein schneller Sprint werden würde. Ich bin mir sicher, ein solches Risiko wäre vertretbar. Wir müssen auf jeden Fall schneller sehen, was viel schneller. Schattengott sagt. Nun, ich denke, das liegt doch davon ab, ob wir ein Schiff bekommen. Wir sind nicht gut gelitten in Perikum. Ihr erinnert euch bei der Admiralität?
Ja, das ist ja furchtbar tragisch, nicht wahr? Dann gehen wir doch über die Trollzacken. Es wird sich eine Möglichkeit offenbaren. Vielleicht findet sich ein kleiner Kutter, so wie letzte. Nein. Kein Kutter, keine Schibore, nichts dergleichen. Wir gehen über die Trollzacken. Punkt, basta, aus. Ende. Wir könnten Boltax ja vorne anbinden vom Schiff, nicht wahr? Aber mir, das ist aber ein sehr schlechter Scherz. Naja, er riecht sich so auf über Schiffe. Schiffe sind ja auch immer... Nein. Gehen schön durchs Gebirge. Das Gebirge ist doch lauschig, nicht wahr? Nun ja, ich denke schon. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als lauschig beschreiben, aber es wird sicher eine nette Wanderung. Wir sollten uns aber tatsächlich Gedanken darüber machen, ob wir nun als wir dorthin gehen oder doch lieber eine Tarnung. Ich denke tatsächlich, so weh es mir auch in der Seele tut, aber es würde Sinn machen, wenn wir uns richtig tarnen würden. Das gefällt mir sicherlich nicht. Aber ich sehe den... Es muss funktionieren. Natürlich habt ihr beide recht. Und es ist wohl der Weisheit letzter Schluss, dass wir nicht offen hereinmarschieren sollten. Es mochte in Galotas Jolgomag funktioniert haben. Aber hier wohl nicht. Wir hatten bereits darüber gesprochen, wir können uns als Teria-Kändler ausgeben. Das ist eine sehr profunde Idee. Na, woher Teriak nehmen? Und wir könnten zuerst Heiltrank brauen und dort platzieren. Ich denke nicht, dass man es so genau nachprüfen wird. Seid ihr euch sicher? Nun ja. Schließlich ist es ein sehr wertvolles Gut und ich bin mir sicher, der Drache wird sicherstellen wollen, dass er nicht über den Tisch gezogen wird. Nun, ich denke, dieses Teriak ist leicht flüchtig und es muss sorgfältig gelagert werden. Und ich denke nicht, dass ein normaler Gardist sich den Zorn des schwarzen Drachen zuziehen will. Genau, die Kette des Eises muss eingehalten werden, um den Teriak zu konservieren. Wir wissen allerdings... Was denkt ihr, Isarun? Ich überlege gerade, wir könnten eine der Karawanen, die Stadt anfahren, abfangen. Dann würde man uns sogar erwarten. Und dann halt deren Platz einnehmen. Nun, wenn wir eine Karawane begegnen, dann ist das sicherlich eine gute Möglichkeit. Das würde darauf ankommen, woher sie kommen. Kommen sie über den Seeweg, den Landweg? Nun, über den Seeweg werden sie nicht reisen. Ich denke nicht, dass sie einmal den ganzen Kontinent umschiffen werden. Ich denke ebenso, sie werden nicht den langen Weg über die Landstraße nehmen, also müssen sie von Norden kommen. Es sei denn natürlich, sie machen irgendwo im Bornland oder so Halt, verladen dort auf Schiffe und versuchen die xiranische Küste zu umschiffen, um keine, weiß nicht, Steuern oder so zu bezahlen. Nun, wir wissen, dass Belshirasha Teria-Kändlerin war, aber mir wird hier ja ein Wissen im Blick zugeworfen. Und sie nahm ihre Route durch Yol'Gormak. Ich weiß nicht, ob es immer noch der Knotenpunkt für alle Händler ist, jetzt wo Galotta wohl Teile aus der Stadt gerissen hat. Aber selbst wenn sie über Eslamsburg kommen, kommen sie immer noch nur aus einer Richtung nach Warung rein. Ich denke auch, sie wird Weißtrobieren großzügig umgehen. Und selbst wenn sie über den Seeweg kommen, werden sie es vermutlich nicht irgendwo im Nirgendwo anlegen und dann den Weg über die Landstraße nehmen, von wo sie auch näher an Beilung vorbei müssten, sondern wieder... Mit der Landstraße, mit der ehemaligen Reichsstraße, muss man sagen, über Estlandsbrück in Wahrung. Dann müssen wir also sie irgendwo östlich von Wahrung abfangen. Kritzdorf sieht wieder Knotenpunkt aus, was den Verkehr angeht. Wir werden vermutlich dort vorbeikommen, wenn sie die Straße nehmen. Wenn sie die Straße nehmen. Naja, ich denke, eine große Karawane wird das tun. Vermutlich. Dann könnten wir dort eine ausspähen und sie eine halbe Tagesreise später auf der Reichsstraße aufmischen. Nun, aber was tun wir bis dahin?
Natürlich, natürlich. Wir werden einige... Unsere Verkleidung, würde ich sagen. Angemessene Kleidung brauchen. Ich habe irgendwo noch den Mantel rumliegen, den wir aus dem weißen Hetzer gemacht haben. Ihr erinnert euch? Den ihr mir so gerne abnehmen wolltet. Das ist ein unheiliges Gezücht, also... Ja, so etwas tragen auch. Und hässlich ist er auch noch, wird uns helfen. Ja, ist wirklich sehr hässlich. Vielleicht wird man mich... Ach, Gilborn, verzeih mir. Vielleicht wird man mich mit der goldenen Hand für einen von Fixens Gegenspielern halten. Nun, das würde passend sein, Tyria-Kendler. In der Tat. Die Theorien wurden auch schon geäußert im Praios-Tempel. Also ich denke, unsere Feinde könnten zur gleichen Annahme kommen. Wie, dass er jetzt ein Gegenspieler von Fex ist? Ja, tatsächlich. Aber das scheint nicht eingetroffen zu sein. Aber wir hörten von eurer goldenen Hand. Wir waren schwer besorgt. Schwer besorgt. Euer Gnaden, eure wohlwollende Einschätzung der Sache zur Kenntnis. Euer Gnaden, wie wollt ihr euch tarnen? Kuriel am Gorbos an? Ah, ich habe das bereits besprochen. Wir und meine ehrbaren Kameraden und Kameradinnen und ich sprachen dies und sind zu der Einigung gekommen, dass es in Ordnung wäre, einen Mantel zu tragen. Also ein ganzer Mantel? Einen unverzierten nehme ich an. Ihr wollt doch bitte nicht sagen, dass ihr nur einen Mantel tragen wollt. Natürlich nicht. Ich werde natürlich die Robe tragen und darüber einen Mantel. Ihr solltet euch von dieser Doktrin entfernen. Sie hat ihren Sinn und ihren Zweck und sie ist sicherlich Praios gefällig. Aber im Kampf gegen unsere Feinde ist sie mehr hinderlich als nützlich. Denn wir dürfen uns nicht von unserem Ehren der Götter davon abhalten lassen, ihre Feinde zu schlagen. Im Zweifelsfall fesseln wir ihn einfach und sagen, wir hätten einen feindlichen Agenten festgesetzt. Im Zweifelsfall fesseln wir ihn einfach und stecken ihn in ein Fass. Oder so. Also, das ist doch wirklich sehr unwürdig. Nun, wer man nicht sieht, den muss man nicht verstecken, Isarun. Es ist eine Frage der Effizienz. Natürlich ist es nicht gerade legitim, das zu tun. Keine Frage, Eltern, das tut mir auch sehr leid, aber wenn es darum geht, dann unbehelligt durch entsprechende Knotenpunkte zu kommen, müssen wir vielleicht darauf zurückgreifen. Und wenn er ein unverziertes Reisegewand trägt, wird man ihn aus der Ferne nicht sehen können. Nähere Kontrollen, Aber Eldern, vielleicht könntet ihr euch ja dazu durchringen, doch etwas zivilere Kleidung zu tragen. Zivil? Oder, noch besser, ich gehe ganz nah an ihn heran und wirke eine Dunkelheit, dann sieht es so aus, als hätten wir einen von diesen Dunkelheitsdämonen auf unserem Karren mit dabei. Anstatt euch von alleine zu verbergen, wollt ihr euch also mit der Magie verbergen. Das macht es nicht besser, das macht es doppelt schlimm. War ein Vorschlag von mir, nicht von ihm. Ihr müsst ihn jetzt nicht dafür schelten. Ja, das war aber sehr kreativ, das muss ich zugeben. Da muss ich Goldhand an dieser Stelle leider recht geben. Das ist nicht das Problems Lösung, sondern nur ein weiteres Problem. Wie wäre es, wenn ihr normale Kleidung über eurem Ornat tragt? Ich trage doch bereits einen Mantel. Nun, ich meine eine vollständige Kleidung. Rose, wie ihr vielleicht sehen könnt, ist meine Kleidung einerseits natürlich von höchster Qualität und wunderschön verziert. Andererseits ist es natürlich auch meine Pflicht, erkannt zu werden. Könnt ihr nicht einfach eine Rüstung tragen? Da würdet ihr ja auch erkannt werden, gewissermaßen. Und es würde so aussehen, als wärt ihr ein kompetenter Leibwächter von uns. Also wenn ihr mögt, dann kann ich euch morgen mal meinen Gambason mitbringen. Er ist wunderschön verziert. Praios-Symbole auf der linken Schulter, auf der rechten Schulter, über den gesamten Rücken. Den könnte ich tragen. Mehr an etwas Klassisches aus. Und unbewahre, dass ich das jetzt sage, aber Eisen. Also, ich muss ehrlich gesagt zugeben, dieses Eisen ist mir doch immer noch... Aber es hat Magie eine Wirkung, nicht wahr? Ja, das ist natürlich richtig, aber ich selber... Euer Praios will das. Die Bewegung in Eisen finde ich doch gar schwerlich, muss ich zugeben. Ihr habt euch nicht früh genug dran gewöhnt, die ganze Zeit nur in leichten Roben herumzulaufen. Vielleicht tut es euch ganz gut, ein wenig Übung zu erhalten. Ja, dann greift irgendwo in ein Beutelchen heran und schnupft den Nasebahnstaub weg. Wegen so etwas machen wir uns Sorgen um ihn. Was war das denn? Das ist ja widerlich. Und Staub, Isarun.
Ihr könnt es an der Eingangstür klopfen hören. Ist natürlich einige Meter von euch entfernt, aber zumindest wird da wohl irgendjemand zögerlich dann eintreten. Ihr könnt Schritte von Metallstiefeln auf dem Marmorboden hören, die dann suchend in eure Richtung kommen. Hallo? Ist das Asalo? Hallo? Kommt herein, wir sind hier oben. Hier drüben. Hier hinten halt. Ja, es klickt ein bisschen auf den Boden und dann tritt eine Ritterin heran, die ihr bisher noch nicht gesehen hattet. Definitiv mit Ritterrüstung, also definitiv zu erkennen an ihren Ordenssignien, und sie trägt auch das Wappen derer von Mersing. Guten Morgen, ich bin Sylva von Mersing und ich wurde geschickt von der Kaiserin Rohaya. Wir sollen euch holen, beziehungsweise euch ausrichten, dass sie gerne mit euch in dem Ulmen-Kabinett sprechen mag. Na, dann gehen wir zu ihr. Nehmt euch doch ein Brötchen für eure Mühen. Sehr gut. Eldan Korbas hat die organisiert. Ja, vielen Dank. Ich werde normalerweise nicht mit Brötchen bezahlt, aber danke. Aber mehr. War das Ulmen-Kabinett nicht der halb zerstörte Raum, in dem ihr diesen Gargoyle gefunden habt? Nein, ich denke, das Zedan-Kabinett ist der oberste Ratssaal der Kaiserin. Sie sagte Ulmen-Kabinett, nicht Zedan-Kabinett. Ich kann euch hören. Ulmen-Kabinett, ja. Ah. Das Ulmen-Kabinett? Ich glaube ja. Das könnte sein. Ich denke, und wir werden sehen. Wir werden der Gargoyle wird verschwunden sein inzwischen, hoffe ich. Nicht wahr? Wenn nicht, ist das wohl gut, dass wir euch mitnehmen. Ich selber war nicht im Ulm-Kabinett, aber ich soll euch dort sicherlich hinbringen. Von einer Statue habe ich zumindest nichts gesehen oder gehört. Dann lassen wir Ihre kaiserliche Hoheit nicht warten. Die Herren, auf die Beine. Und die Dame. Und die Dame. Also haben wirklich, Jalan, ihr solltet weniger Bandstaub schnupfen. Sie ist eine Mager. Nicht gut. Nun, es hat die Angewohnheit, den Verstand ein wenig zu belasten für die ersten. Im Moment sagtet ihr nicht eben, es hält den Verstand wach. Jetzt sagt ihr, es belastet den Verstand. Eure Aussagen widersprechen sich, Jalan. Offensichtlich ist er nicht mehr klar im Verstand. Es ist so, wie wenn ihr einmal mit etwas krank werdet und danach resistenter dagegen seid. Goldhand, das dauert einen Moment. Goldhand, ihr mögt zwar ein Held sein, doch euer Ruf hat nicht gut gelitten in Gareth. Und ihr solltet die hohe Mage von Spurgesen etwas respektieren. Mhm. Ja, Lan. Haben wir vielleicht noch 2 Minuten, dann würde ich noch kurz meine Gewänder glatt streichen. Natürlich. Wunderbar, vielen Dank. Ja, Lan, eure Nase. Natürlich, danke. Pollard von Spurgesen, würde die einmal kurz über den Rücken streichen, nicht, dass ich da Falten habe. Ja, gewiss doch. So, wunderbar. Bitteschön. Vielen Dank. Soll ich auch euren Rücken... Ah, nein, es sieht wunderbar aus. Alles in Ordnung. Derweil tritt Sylva so ein bisschen an Boltax heran und deutet mal so ein bisschen mit ihrem Kopf in Richtung von Jalan. Er war doch sicherlich auch mal ein Ritter, oder? Zumindest habe ich diese Geschichten davon gehört. Ich glaube schon, dass er irgendwann mal ein Ritter gewesen ist. Wie ihr müsst wissen, ich bin noch gar nicht so lange bei diesen Menschen. Aber er hat sich zumindest eine Zeit lang wie ein Ritter aufgeführt. Naja, und dann irgendwann nicht mehr. Aber das ist jetzt egal. Wollt ihr jetzt ein Brötchen oder nicht? Ja, danke. Was ist das? Quittenmarmelade? Oh ja, sehr gute Quittenmarmelade. Sieht gut aus, danke. Ja, während Eldan Gorbas sich seine Robe noch einmal glattstreifen kann und Sylva sich ein Brötchen nimmt, noch einmal schmiert, könnt ihr dann aufbrechen in Richtung der alten Residenz, wo ihr nach kurzem Herumführen auch im zweiten Stock auf das Ulmen-Kabinett trefft. Es ist noch nicht ganz wieder aufgebaut, aber ihr könnt erkennen, dass hier wohl vor allem dann die ingrimmschen Baumeister und Baumeisterinnen, vor allem dann eben auch unter der Führung von der Hohepriesterin gearbeitet haben, also alle schon irgendwie abgestützt, und ihr könnt in der Mitte dann auch noch diesen runden Raum erkennen mit dem schwarzen Auge darin. Anwesend aktuell sind Melvin Störrebrand, der erste Hofmagus, und Rondrigan Paligan sowie Kaiserin Rohaya. Ausgezeichnet, wir haben euch erwartet, und da ihr, sie deutet dabei einmal auch auf Asaro, der wohl auch anwesend ist und den ihr eben noch nicht gesehen hattet, weil er in einer Ecke des Raumes stand, wir haben euch den Auftrag erteilt, dass ihr in unserem Namen in Richtung von Wahrung reist, und diesbezüglich möchten wir weitere Instruktionen mit euch durchgehen, die an unserer Stelle Rondrigan Paligan mit euch bespricht, da er als Reichsgroßgeheimrat und Vorsteher der KGIA, der Kaiserlich-Karätischen Informationsagentur, mit euch bespricht. Wir bedanken uns bei euch für dieses Erscheinen.
nickt sie und deutet dabei einmal auf Rondrigan an. Er schenkt ihr ein mildes Lächeln, freut sich ein bisschen und tritt dann hervor. Also, wir müssen Informationen besprechen, wie wir am besten über Rassasso gebieten können, wenn wir ihn in einer Schlacht stellen mögen. Oder aber, wenn wir ihn in Wahrung oder in Werheim angreifen wollen. Vorschläge von euch. Nun ja, der Ritter Danus von Luring führte ja die von den Zwergen geschmiedete Lanze. Dies ist ein probates Mittel, um den Drachen zumindest anzugreifen. Des Weiteren haben wir zwei Waffen vom Kaiserdrachen, der in den Drachensteinen haust, die wir auch verwenden könnten. Es handelt sich dabei um eine trollische Axt und eine magische Kugel. Ja, gut zu wissen, dass wir über solche Drachentöterinstrumente verfügen. Sie wurden euch gegeben? Das ist richtig. Die Lanze, tatsächlich bin ich mir gerade nicht sicher, in wessen Besitz sie sich befindet. Die Lanze sollte sich derzeit noch im Besitz des Thornheisinger befinden. Laut unseren aktuellen Informationen soll sie wohl von ihm neu geschmiedet werden. Die Endurium-Spitze ist zwar unversehrt, allerdings wird der Holzschaft wohl noch etwas verbessert, da er beim letzten Mal brach, als sie vom Ritterkönig geführt worden ist. Nach dem, was wir hörten, sollte diese Reparatur auch mittlerweile abgeschlossen sein. Wir werden mit dem Mann reden. Nun, außerdem haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wo wir am besten den Drachen zu Leibe rücken. Nun, er hat ja den Allergrim gewissermaßen verinnerlicht und damit ein Wesen elementaren Feuers in sich. Das Gegenelement des Feuers ist logischerweise das Wasser. Und mir kam die Idee, ob es vielleicht möglich wäre, die Schlacht mit dem Drachen ans Ochsenwasser zu verlagern. Nicht nur, weil dort möglicherweise mächtige Elementargeister des Wassers zu finden sind, sondern weil wir auch sonst noch einen strategischen Nutzen daraus ziehen könnten. Das könnte funktionieren. Zumindest wenn wir ein probates Mittel finden, wie wir ihn an das Ochsenwasser bekommen. Nur wie? Darüber sollten wir uns Gedanken machen, wenn wir über eine ausreichend große Armee verfügen, über die wir gebieten können. Selbstverständlich. Die Bemühungen und Rekrutierung derweil laufen. In eurer Abwesenheit, selbstverständlich. Zudem müssen wir uns auch noch um den Reichsverräter Ansven von Rabenmund kümmern und auch um meinen Bruder Selindian Hahn, so er denn aufbegehren sollte und unsere Stadt angreifen mag. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob er dies tut. Allerdings verfügt er wohl über einige almadanische Ritter. Es erschien mir weise, nach Möglichkeiten zu suchen, seine Kräfte in unseren einzuverleiben. Nun, wenn er das Knie vor mir beugt und seinen Thronanspruch aufgibt, den er unrechtmäßig gemeinsam mit unserer Großmutter ausgibt, dann werden wir sicherlich auf seine Hilfe zurückgreifen können. Ich bin mir sicher, Eure Majestät wird den weisesten Handlungsverlauf wählen. Vielleicht könnte Euer kaiserliche Majestät den Raben von Punin als Mittler in den Gesprächen verwenden. Wir halten das für eine ausgezeichnete Idee. Man hat da schon einmal für uns in seinem Tempel auf neutralem Grund diplomatische Verhandlungen bemüht. Also gut, wir verfügen über die Lanze Finsterfang, die uns zu dem kaiserlichen Turnier geschenkt worden ist. Und wir verfügen über zwei Drachentöter-Instrumente, über die bereits Asavo Yitzkok berichtete. Aber er nickt sie ja mal in seine Richtung. Der nickt nur. Verzeiht, Euer Majestät. Vielleicht sollten wir auch noch zu unorthodoxen Gedanken greifen. Die schwarzen Heptarchen sind sich unter eins Spinnefeind. Wie können wir das ausnutzen? Nun, Galotta mag vernichtet sein durch eure Hand. Wir sind uns nicht ganz sicher, wer die Führung in Yol-Gurmak, so sie denn noch weiter bestehen wird, aufnimmt. Doch irgendein Neuer wird sich dort zeigen.
Vermutlich wird Arngrim von Ehrenstein nach der Macht greifen. Der Werwolf, besonders jetzt, da Galottas Hofmagier sich offenbar in der Finstermark herumtreibt. Was ist mit Hafax? Nach dem letzten, was wir hörten, hat Hafax sich vom Land zurückgezogen, wieder auf seine Insel. Ronald Amperliger nickt einmal. Das ist korrekt. Nachdem ihr die Friedensverhandlungen mit ihm angestrengt habt, hat er sich zunächst auf Maraskan zurückgezogen und ist dann mit Schiffen in Richtung Norden aufgebrochen. Er befindet sich wohl aktuell in Richtung Tisal oder bei Rolat. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob er sich mit Xeran verbündet oder ihm in den Rücken fällt, aber zumindest sind seine Anstrengungen ziemlich groß und er hat viele der Armee mit. Die aranischen und uronischen Pferde. Ich sehe, ihr seid exzellent informiert. Nun gehen wir davon aus, dass sich Hafax auf Rolat befindet. Wenn er in Mendena oder in der Varunkai landen würde, oder zumindest in der Nähe der Varunkai, würde doch sicherlich ein Teil der Truppen des Schwarzen Drachens gebunden werden. Ich sehe keinen Weg für ihn, in der Varunkai zu landen. Im Süden hat er Beilung im Weg. Im Osten unwirtliches Gelände und die Magdalenata, und dann habt ihr schon Mendena und Ilso. Und sollte er in Mendena und Ilso landen, wird er seine Hände damit voll zu tun haben. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob ein Helmarfax gegen den Schwarzen Drachen zieht oder ob Rastasor dort seine Truppen in Wahrung in Richtung Osten ausbreiten muss. Nun, mit Verlaub, Eure Majestät, er hat euch zu diesem Zweck Truppen angeboten. Wie tat er? Verzeiht, dass man euch nicht informiert hat, Helmer Hafax bot dem Rat der Helden, den er zu diesem Zeitpunkt noch im Amt wähnte, ein Kontingent von, ich glaube, einem Regiment an seinen Männern an. Eure Vorgängerin, die Thronverweserin Alara Paligan, lehnte dies natürlich entschieden ab. Ein Regiment? 500 Mann. Nebst Kampfmagiern, wie ich höre. Wir wissen, was ein Regiment ist, aber 500 Krieger? Euer kaiserliche Majestät, ihr müsst natürlich verstehen, dass so ein Angebot nicht ohne Fallstricke kommt. Man macht nicht einfach so Geschäfte mit Helmer Hafax. Eure kaiserliche Majestät sollte aber auch beachten, dass dies eine Möglichkeit wäre, gleichzeitig dem Drachen zu schaden und ein Regiment von Hafax-Männern loszuwerden. Zudem müsste sie nicht unbedingt in der mittelreichischen Provinz landen. Denn sollte ihre Majestät eines Tages in die Fußstapfen ihres Großvaters treten und Maraskan zurückerobern wollen, wird Hafax ein Problem sein. Also ich glaube, wir haben die Chance ohnehin verwirkt, da wir nicht geantwortet haben. Bin mir nicht sicher. Schaut einmal rüber in Richtung von Melvin Störrebrand. Der wird nur leicht mit dem Kopf schütteln. Und dann blickt sie zur anderen Seite, wo Rondrigan Paligan steht, der so ein bisschen den Mund zusammenkneift und dann verbissen mit dem Kopf nickt. Wir werden darüber nachdenken. Ein Regiment, sagt ihr? Ein Regiment, sowie einige götterverfluchte Menschen. Paktierer vermutlich.